Hallo und herzlich willkommen zu unserem Tangle Talk. Heute am Donnerstag, den 1.2.24. Mit mir zusammen moderieren wird der René. Hallo René. Moin, moin, und wie immer ist natürlich auch der Borsti dabei. Dankeschön. Und zu Gast haben wir heute Sebastian Müller von der IOTA Foundation. Ich würde mal sagen, Sebastian, stell dich doch eben einmal selbst vor. Ja, guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Das erste Mal im Tangle Talk. Ja, also ich komme ja aus Deutschland, wie man hört, und wie ihr wahrscheinlich hören werdet, komme ich aus dem Süden des Deutschlands, also fast der südlichste Punkt an der Schweizer Grenze. Und bin dann aber doch fast seit die Hälfte meines Lebens nicht mehr in Deutschland. Also momentan bin ich in Marseille an der Uni und hauptberuflich bin ich dann noch als Professor tätig in Mathematik und bin eigentlich recht, bis nach Marseille gekommen bin, eigentlich viel recht rumgetingelt in verschiedenen Ländern. So macht man, wenn man so die Uni-Karriere hat, habe ich in Karlsruhe studiert, dann in Grenoble. Zum Skifahren war ich da eigentlich, aber ich habe es noch geschafft, ein bisschen nebenher zu studieren. Also da sieht man vielleicht auch schon, habe ja gehört in der Ankündigung meine Hobbys. Da jetzt der Winter ist, habe ich also so ein Halb- oder Dritteljahr Hobby, das ist das Skifahren. Bin ich eigentlich recht leidenschaftlich dabei, auch wenn es jetzt nicht immer zeitlich klappt und aber so auf 20 bis 30 Saisontage versuche ich zu kommen im Jahr. Und Marseille und Schnee ist auch nicht so ganz leicht. Ja, aber das ist eigentlich, weil von Marseille bist du in 2, 2,5 Stunden in den Alpen und wo es richtig gute Skigebiete hat. Es ist also im Endeffekt ist Marseille so am Alpenaußen, man hat diesen Alpenbogen, der geht da so von Slowenien über die Österreich, Schweiz und so weiter bis nach Nizza und Marseille und da ist man schon wieder am Alpenausläufer. Also man ist gar nicht so weit weg beim Skifahren. Und kann ich nur empfehlen, Frühlingsskifahren in Südfrankreich, ganz toll. Und die Berge sind auch hoch. Also Vor allem das ist schon mal richtig schön. im Frühjahr hat man mehr Sonne als zu Weihnachten. Ja, und die ist dann schon richtig auch, da merkt man Skifahren hat ja auch so ein bisschen was, wenn man da aus dem Norden kommt, dann ist es immer neblig und diesig das Wetter und dann hat man Skifahren, geht oben auf den Berg, oben ist die Sonne, weil so jetzt im Februar fängt es an, schön zu werden und im März und je weiter man südlich geht in den Alpen, umso kräftiger ist die Sonne und das ist auch gut für die Seele. Auch wenn man jetzt in Marseille hat man eigentlich keine Probleme mit der Sonne, aber damals noch, oder wenn ihr aus dem Norddeutschland kommt oder selbst aus dem Süddeutschland, ist es doch immer ein bisschen schön, ein bisschen Sonne zu haben. Ja, und das ist ein bisschen so das Problem. Jetzt, wenn man in Marseille einmal war und die Sonne gewöhnt ist, dann wird es schwieriger, wieder in den Norden zurückzugehen. Aber vielleicht eines Tages. Ja, und dann ist eigentlich schon bei sagen wir mal so, ich habe dann promoviert und da war ich in Norddeutschland. Also ich sage Norddeutschland, das ist in Münster. Und die Grundlagen für also Ausgangspunkte und Grundfragestellungen für meine Dissertation waren Arbeiten von Sergei Popow. Den kennt ja hier, denke ich, jeder. Das ist ja ein Mitgründer der IOTA Foundation. Und da haben wir uns eigentlich immer gut verstanden, wissenschaftlich, aber auch privat. Ja, und dann hat er IOTA gegründet. Ich habe ihn aber irgendwie aus den Augen verloren für eine gewisse Zeit, weil ich thematisch was anderes gemacht habe. Und dann schließt sich der Kreis. Wann war denn das jetzt? 2018 oder 2019? Genau im Jänner oder im Januar war ich mit dem Sergei Skifahren. Ach. Und in Österreich, in Schladming war das. Und ja, und dann hat er mir wieder was erzählt über IOTA und über FPC, also die schon länger dabei sind. Den Oh sagt das je. FPC. Oh je. Sicherlich was. Und ja, da haben wir dann am Lift über FPC, hatte mir FPC erklärt, sein Paper geschickt und dann habe ich angefangen, Simulationen zu machen, Attack-Strategien und dann haben wir eben ein bisschen über FPC gearbeitet und so kam ich dann eben in IOTA rein. Im Endeffekt war das dann wieder so, ja,
hat so die Bekanntschaften, die man so übers Leben trifft. Und wenn man dann auch mal was Schönes mit denen erlebt, die zusammen Skifahren gehen, dann ergeben sich doch wieder, öffnen sich wieder andere Türen. Und das ist, bin ich sehr dankbar dafür, weil es ist doch im Vergleich zum Unileben, wo man doch sehr, vielleicht werden wir später vielleicht noch drauf eingehen, aber es ist ja ein bisschen trockener und akademischer und hat nicht so wirklich einen Realitätsbezug, ist IOTA doch eigentlich schon viel interessanter. Mhm. Auch was man jetzt sieht, man hat es ja jetzt in der Community, eine große Bandbreite von Menschen, auch in der IOTA Foundation, sind ganz verschiedene Menschen, ganz viele mit interessanten Hintergründen, interessanten Ideen, ganz anderen Gesichtsweisen. Und das ist dann doch ein bisschen anders an der Universität als an der Universität. Von daher bin ich da wirklich dankbar, dass ich damals Skifahren war mit Sergej und dann mir ein bisschen die Welt im Kryptobereich eröffnet hat. Und daraufhin hast du dann eine Professur angenommen in Marseille oder war das schon vorher, dass du in die Richtung oder wie, was für eine Professur hast du da genau dann? Ja, das ist, also ich habe einen Postdoc gemacht, so ein IRC Marie Curie Postdoc in Marseille und da war eben gerade so eine Stelle ausgeschrieben und habe ich mich beworben und die dann auch bekommen, glücklicherweise. Und das war vor 14 Jahren, glaube ich, 13, 14 Jahre, also schon ein bisschen länger, ja. Also rein mathematisch erstmal, ne? Das ist rein mathematisch, ja. Also der Wahrscheinlichkeitstheorie. Und da gibt es Wahrscheinlichkeitstheorien auf mathematischen Strukturen. Mhm. Und die sind eigentlich, die sind recht, meistens sind die unendlich groß. Und man braucht unendlich viele Informationen, um sie wirklich zu beschreiben. Also weil sie unendlich groß sind. Man hat jetzt aber einen Zufallsprozess, der darauf läuft. Es könnte zum Beispiel eine Irrfahrt sein. Also das Irrfahrt, man geht in eine Richtung, eine gewisse Zeit und dann dreht man sich um und geht in eine andere Richtung, dann dreht man sich wieder um und geht in die eine Richtung und schaut dann, was dann passiert, ob man wieder zurückkommt. Zufallsprozesse, ja. Und dann muss man eben dann auf dieser unendlichen Struktur, welche Informationen braucht man, um ein gewisses Verhalten von diesem Zufallsprozess zu beschreiben. Das sind so die Grundlagen. Oder man schaut sich die Eigenschaften von dem Zufallsprozess an und kann dann Rückschlüsse auf die Geometrie oder algebraischen Eigenschaften der zugrunde liegenden Welt schließen. Ja gut, aber da ist ja DLT schon mal ein sehr gutes Anwendungsgebiet auch für, ne? Ja, das denke ich auch. Im Endeffekt, weil man hat ja so ein DLT-System ist wirklich komplex. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel eine Frage rauspickt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Double Spend machen kann? Genau. Welche Informationen von diesem ganz komplexen System brauche ich jetzt, um entscheiden zu können, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass jetzt ein Double Spend passiert? Also da kommt man dann auch schon wirklich in diese Modellierung rein, wo ich tätig bin und sage, man hat diesen komplexen Prozess. Und man versucht es erstmal ein Modell zu machen und das Modell zu verstehen. Und wenn dann in dem Modell alles gut geht, so wie man will, ist es schon mal eine erste Validierung des Protokolls. Ist natürlich keine perfekte, weil das Modell ist halt einfach nur ein Modell und nicht die Wirklichkeit. Aber wenn es zum Beispiel im Modell schon nicht funktioniert, dann ist es auf jeden Fall schon mal ein großer, sagen wir, dann wird es wahrscheinlich in der Wirklichkeit auch nicht funktionieren. Und wenn man dann sieht, warum es in dem Modell nicht funktioniert, und dann ist halt dann, macht man das, fängt man mit einem einfachen Modell an, bis man das verstanden hat und dann einverstanden ist und dann macht man ein größeres Modell und schaut, ob wie das zusammenkommt mit den Gegebenheiten und dann wird es immer komplizierter und komplexer und in der Hoffnung, dass man es dann besser versteht, was man gemacht hat. Genau. Dann kommen die Mitarbeiter, dann kommt der Herr Müller an und sagt, bitte machen Sie mal. Nein, Quatsch, aber nee. Aber ich glaube, da ergibt sich einiges auch für die Mitarbeiter daraus, ne? Also jetzt mal wirklich jetzt ohne Spaß gesagt wahrscheinlich, ne? Dass dann ist ja nicht nur alleine Arbeit für dich dann wahrscheinlich. Nein, das ist das Schöne bei der
bei der IF. Das, es gibt einfach alles so kollegial, jeder, man hat, es gibt keine Hierarchien, jeder hat seine Ideen, jeder hat seine Gesichtsweisen. Es ist nicht klar, wer jetzt den Ton angibt. Das ist wirklich schön, ja. Und jeder hat eben seine eigenen Spezialgebiete. Meins ist eben halt so die Sachen formell. Das ist halt von der langen akademischen Karriere, die formelle Beschreibung der Sachen und Modellierung. Und wenn man es dann modelliert hat mit Wahrscheinlichkeitstheorie, wirklich Sachen ausrechnen. Also sagen wir mal so meine Spezialität, wo ich das Training habe. Und dann sind es aber doch auch viele Sachen, wo alle wieder gleich neu anfangen, weil es eine neue Fragestellung ist, neue Ideen und da ist jeder gleich. Und es zählt einfach nur die Initiative und die guten Ideen. Das ist das Schöne. Wie viele Modelle hast du denn im Laufe deiner IF-Karriere schon gebastelt? Also das sind schon, also schon einige. Also wir haben, sagen wir mal so, es sind immer so, wir haben natürlich das FPC, das haben wir von Serge gebastelt, ne? Und dann wurde es eben ein bisschen weiter gesponnen und dann ist es immer so, wir haben eigentlich so die, sagen wir mal so, so eine Drei-Schritt-Ansatz. Bei IOTA das ist vielleicht ein bisschen anders wie bei anderen, aber das versuchen wir so durchzuführen und bin da eigentlich in den ersten zwei Schritten eher. Das heißt, wir versuchen es erstmal zu modellieren und zu beschreiben, sagen wir mal, ein mathematisches oder ein formelles Modell aufzustellen. Und dann Sachen auszurechnen mit Heuristiken in diesem Modell. Und das Zweite, was wir dann immer gemacht haben für die Protokolle, waren Simulations-, die Modelle sind dann irgendwann, also im ersten Bereich sind die Modelle dann irgendwann so kompliziert, dass man sie mit formellen Methoden nicht mehr beschreiben kann. Das geht dann einfach nicht mehr. Das heißt, man muss sie dann simulieren und man kann dann mit einem Computer, so Monte Carlo Simulationen oder agentenbasierte Simulationsmodelle, kann man sich dann schauen, was passiert. Und dann der dritte Schritt, worauf wir ja alle jetzt warten, gespannt, schon seit gefühlten Jahren, ist es dann auf dem Testnetz zu sehen. Ne? Das ist dann der dritte Schritt und da warten wir jetzt alle drauf, voller Spannung. Das ist natürlich auch der komplizierteste. Ne? Das ist, weil dann ist es, das erste ist ein einfaches Modell, dann wird das Modell ein bisschen komplizierter und dann ist es kein Modell mehr, dann ist es die Wirklichkeit. Und dann ist es halt dann die Wirklichkeit und bei dem, wenn nur ein Teil eben ein bisschen länger dauert, dann dauert das Ganze ein bisschen länger. Das ist es halt, das ist das Problem bei so komplexen Sachen. Man hat ganz viele verschiedene Einzelteile und man muss warten, bis das letzte fertig ist. Ja, du hast es ja schon gesagt, wir warten ja gefühlt schon ein Jahr ungefähr auf das Testnetz. Also normalerweise sagt man ja, Verzögerungen können immer sein. Ein Jahr ist jetzt auch mittlerweile um. Jetzt dürfen sie es aber auch mal langsam releasen. Ja, ich hoffe auch, dass es die Informationen, die ich weiß, ne, sieht alles gut aus. Also, 100% ja. Kann man natürlich nie sein, weil es kann dann immer irgendwie sein, dass es, wenn man es dann mal nochmal kurz vor der Release nochmal richtig testen will, dass dann wieder etwas kommt. Das kann immer sein. Von den Devs haben wir ja auch gehört, dass IOTA Core zum Beispiel sehr fortgeschritten ist, aber dass es immer noch an teilweise ein paar anderen Modulen immer noch so ein bisschen hapert, weil das Ganze muss ja zusammengefügt werden und genau da soll es angeblich gerade so ein bisschen hapern. Ja, das Tooling auch, ne? Das ist das Tooling ist im Endeffekt ist halt die Entscheidung war halt, dass man das Testnetz dann wirklich auch mit Tooling, dass die Community auch was machen kann und dass man das auch testen kann. Andere Leute machen einfach nur ein internal Testnet und schicken es aus und dann machen sie ein Public Testnet, wo aber nur irgendwie nicht Open Source, sondern lädst du die Sache und weißt eigentlich nicht, was auf deinem Rechner ist und dann kannst du eigentlich nichts machen, du hast da vielleicht irgendwie einen Monitor und siehst du dann die TPS laufen. Und das ist dann ein Testnetz. Und es wäre ja richtig gut, ist es ja dann, wenn auch jeder wirklich was machen kann. Auch dann wird es zum richtigen Test, wenn verschiedene Sachen kommen. Und wir haben zum Beispiel so ein Evil Spammer Modul, auch dass auch Leute
Konflikte spammen können oder ein schlechtes Verhalten. Also wenn es ein Test nicht hast und du willst es dann testen als Community-Member, dann musst du dich erstmal normalerweise 2, 3 Wochen hinsetzen oder 2, 3 Monate, um ein malicious Node, also ein böswilliges Verhalten einzuprogrammieren. Das kommt dir dann auch nicht. Und wenn man natürlich dann auch diese Strategien schon hat und die Möglichkeiten des Tooling und die Visualisierung des Tangles und andere Metriken sich anschauen kann, dass man mit dem Test jetzt was machen kann, dann dauert es natürlich auch noch länger. Aber ja, ja, ich kann es schon verstehen, dass man ungeduldig darauf wartet. Das kann ich schon verstehen. Das Einzige, was jemanden überzeugen kann, ist, dass man es bald haben kann. Ja, und das, was du auch sagst, das kann man ja nur in der freien Wildbahn auch testen, ne? Also wenn man jetzt so ein Testnetz auch intern lässt, so viel Kapazität wie eine ganze Community, die hat man ja intern auch nie, ne? Nee, das hat man nicht. Man hat vielleicht ein besseres Wissen, ne, wo man da angreifen könnte. Je nachdem vielleicht ein bisschen mehr Zeit, aber das ist auch nicht. Aber schlussendlich ist gerade deswegen ist ja auch alles Open Source und Community, und das finde ich auch wirklich wichtig. Und nur das bringt das Testen, weil wenn es nachher irgendeinen Wert hat auf Shimmer und auf IOTA, und dann kommen die Incentives, die Leute, dass es richtig testen. Und wenn es da nicht passt, dann kommt es dann spätestens dann raus. Und wir wissen ja auch durch Thor oder ja, Thoralf hat uns ja auch erzählt, dass es euch besonders wichtig war, das Testnetz dann auch mit einer Wallet zu versehen, wo auch wirklich jeder dran teilnehmen kann. Nicht einfach nur irgendwie ein kleines Script, sondern wirklich eine vernünftige Wallet, dass die Community auch vollumfänglich damit rumspielen kann. Ja, also es wäre ja zum Beispiel, ja, Borst, ich schicke dir jetzt was auf dem Testnetz. Und musst du dich nicht einlesen in und irgendein ein Ding schreiben oder in den Command Line irgendwas eintippen, um dir was zu schicken, sondern das ist ja schon viel besser für uns. Und man ist es ja auch gewohnt, die User Experience und User Interface. Also hat man natürlich dann gleich viel mehr testen. Aber dann lass uns doch jetzt erstmal nochmal wieder ein bisschen auf dich persönlich zurückkommen. Also, du bist ja für den theoretischen Teil verantwortlich oder für den mathematischen sogar. Und schreibst du zum Beispiel auch irgendwelche Papers? Ja, das ist auch eine der Hauptaufgaben, die wir da haben vom Theoretischen, dass wir also die akademische Paper schreiben, also verschiedenste, sei es über die theoretischen Modelle oder auch die Simulationen. Es dient natürlich zur Verifizierung unserer Modelle. Das meiste ist natürlich erstmal, man merkt, dass es eigentlich ist es so ein bisschen wie, wenn man vom Programmieren kommt, man hat eine tolle Idee und denkt, die funktioniert. Manchmal als Mathematiker oder als Forscher, denke ich mal, als Softwareentwickler auch, man wacht so auf mitten in der Nacht und denkt, jetzt weiß ich, wie ich den Code schreiben muss, jetzt weiß ich, wie ich den Beweis schreiben muss. Aber wenn man es dann eintippt, das ist als Code oder als mathematische Formel, versucht zu formalisieren, auch gerade die Variablen und irgendwie den Algorithmus, dann merkt man, da habe ich irgendwas übersehen. Und das passiert halt dann, entweder passiert es im ersten Schritt, wenn man es erklärt, jemanden erklärt, deine Ideen erklärt, und dann auf einmal schon während des Erklärens, da habe ich was übersehen. Oder der andere, dem man es erklärt, der sagt, ja, aber das stimmt da nicht. Ne? Das ist der erste Schritt. Und dann der nächste ist natürlich, wenn man es wirklich formal aufschreiben will, sei es jetzt als Code oder sei es jetzt als akademisches Paper, dass man es dann wirklich durchdenkt, alles nochmal wirklich intensiv. Das dauert dann halt auch lange. Aber dann ist man sich, der Sinn ist ja eigentlich, dass man, wenn man so ein Paper schreibt, dass man sich davon überzeugt, dass das, was drinsteht, auch der Wahrheit entspricht oder plausibel oder logisch ist, dass man jetzt nicht irgendwelche Falschheiten oder falsche Schlüsse zieht. Da muss man sich erstmal überzeugen. Nur wissen wir ja, sich selbst anlügen ist am einfachsten. Dann wird es eben weggeschickt und dann kommt da so ein Referee-Prozess. Ja, dann manchmal sind die richtig gut, manchmal sind die nicht gut.
Aber es ist schon mal ein erster Schritt, gerade wenn die richtig gut sind, dass man gute Kommentare bekommt. Und dann ist es eben schlussendlich nachher für alle im Internet oder in den Publikationen, in den Verzeichnissen sichtbar und jeder kann sich es nachher anschauen. Und irgendwann kriegt man dann mal eine E-Mail, können Sie mir mal oder kannst du mir mal das da bitte in diesem und dieser Argument erklären. Oder jemand schreibt ein Paper, das ist richtig, was in dem Paper steht, in dem anderen, oder das ist falsch, was in dem Paper steht. Und somit hat man dann durch das Paper schreiben, hat man den ersten Schritt gemacht, dass es da ist und dass andere Leute mit sich darauf beziehen können und darüber arbeiten können. Das sehen wir jetzt auch, ganz viele Leute referenzieren jetzt unsere Papers von IOTA oder von anderen auch. Und das ist dann halt auch immer, je länger, so im Endeffekt, je länger eine Transaktion die in der Blockchain ist, je tiefer sie drin ist, umso höher, umso mehr Gewissheit hat man über die Wahrheit. Und so ist es beim Paper auch. So länger das Paper da ist, umso mehr Leute sich das wirklich angeschaut haben. Also zum Beispiel in einem Paper, das war beim Serge, das war mit dem, da haben wir geschrieben, dass man mit diesen probabilistischen Konsensusmodellen aufpassen muss. Da gab es ja so, Avalanche hatte das und die hatten da einige Fehler drin, zum Beispiel. Und dann gab es eben, dann haben das eben Leute in ihrer Masterarbeit, haben sich das Paper angeschaut und die schauen es dann wirklich an und dann fragen sie, haben sie ein paar Typos gefunden oder wo wir nicht ganz klar waren. Und da merkt man also schon, das merkt man. Und von der Qualität her sind dann doch 5, 6 Studenten weltweit, die dann mal das Paper durcharbeiten, schaut sich der Professor auch an und so weiter und so fort. Also das ist so ein bisschen die wissenschaftliche Verifizierung. Da gibt es natürlich Leute, die sagen, nee, das brauchen wir nicht. Wir brauchen nur den Code, aber ja, ich finde es wichtig, dass man alle Aspekte hat. Und man sieht auch, wenn man dann eben so ein bisschen akademisch ist, wenn man mal bekannt ist oder die Leute eben das Protokoll auch nachlesen können. Wir waren aber letztens auf so einer IEEE-ICBC-Konferenz, gab es dann ganz viele Leute, die auch Prototypen dann zum Beispiel über IOTA oder über andere, weil sie eben davon gelesen hatten. Und man sitzt nur so jetzt an der Universität und will irgendwas machen, zum Beispiel so Machine-to-Machine-Economy. Wir haben ja immer noch ein großes, sagen wir mal so, IOTA ist immer noch am bekanntesten, habe ich so Gefühl, im akademischen Bereich auf jeden Fall für IoT. Und gibt es immer noch viele Gruppen, die daran arbeiten, wenn wir uns jetzt ein bisschen breiter aufstellen wollen. Und das ist schon auch so von der, wenn man dann mal den Ruf hat, IOTA, IoT und die Ingenieure an den Unis schreiben ihre Masterarbeiten über IOTA, kommt dann schlussendlich, ist es, auch wenn es langfristig ist, schlussendlich, denke ich, profitiert der IOTA sehr von. Mit Sicherheit, klar. Ich meine, ist ja mal interessant zu hören, diese akademische Seite, die du jetzt auch erklärst. Du hast ja schon gesagt, dass immer wieder welche auch referenziert werden, ne, für so IOTA-bezogene Paper. Kannst du auch so ungefähr einschätzen, wie das so im Vergleich mit anderen ist, mit anderen DAGs oder mit anderen DLTs? Also, ne, ob das mehr ist, dass sie sagen, IOTA, ja, das ist ein super Ansatz, oder ist IOTA eher so Mittelfeld? Also es gibt gar nicht so viele Krypto-Projekte, die wirklich so intensiv Veröffentlichungen machen. Es gibt natürlich das Cardano mit dem IOK und dem Research. Wir haben noch einen wesentlich größeren Output als wir, muss ich zugeben. Und die Papers sind sehr interessant und viel referenziert. Also die gehen vielleicht nur gar, sind vielleicht noch das andere Extrem von unserem akademischen. Also wir wollen ja auch dann ihren Code verifizieren und solche Sachen. Also die gehen das ganz formell an. Vielleicht am formellsten. Es wird ihnen dann auch manchmal auch als Kritik, weil es eben dann auch länger dauert als bei anderen und die Smart Contracts jetzt vielleicht am Anfang nicht gleich so eingeschlagen sind wie die EVM Smart Contracts. Aber langfristig ist es sicherlich auch interessant, weil es geht in unsere Richtung.
Sonst, ne, es gibt natürlich Algorand, aber die haben auch nur ein, zwei Paper geschrieben. Ne? Da ist ja auch der Gründer, ein sehr renommierter Informatiker. Und dann gibt es jetzt eben die neueren, so Sui Aptos, also die von dem Facebook gekommen sind, die haben auch recht viele Paper letztens geschrieben. Also Naja. die Ableger von diesem DM oder Facebook Meta. Aber Und das ist halt auch ja. eine Gruppe, die wirklich da abgespalten sind und die haben jetzt 10, 15 Paper geschrieben. Also. Aber das ist auch interessant. Ne? Und das ist auch für uns ist das auch wichtig, weil irgendwie andere Leute Paper schreiben, die Paper von den anderen Leuten zu lesen. Und man liest dann die Fehler der anderen, die Ideen der anderen und da stecken ja oft mal jahrelang an Arbeit drin. Und wenn man das Paper eben lesen kann, ist nicht immer ganz einfach und man braucht halt doch ein bisschen Vorwissen, um so akademische Paper lesen zu können. Aber wenn man es dann entschlüsseln kann, hat man natürlich dann auf einmal im Endeffekt das Destillat von jahrelanger Arbeit vor sich liegen. Ja, spannend. Und so noch so kurze Frage, so ein Dinosaurier wie Bitcoin, machen die auch irgendwas überhaupt noch an Papern? Ich glaube nicht, nee. Aber bin ich jetzt nicht ganz. Da kenne ich, weiß ich jetzt gar nicht, wie die jetzt da ihren Fortschritt sehen. Aber Um im jetzt Endeffekt, um nochmal zurückzukommen bei Bitcoin, war es ja so, dass Nakamoto gesagt hat, nee, ja, ihm ist dieses ganze Peer Review und Artikel und so weiter, ist ihm wurscht. Er schreibt einfach so ein White Paper und schickt es ins Internet. Und dann ist der anderen Weg gegangen und er hat natürlich dann dadurch, dass er jetzt nicht wirklich das an Journale oder Konferenzen geschickt hat, aber er ist oft zitiert worden und das ist sicherlich eines der meistgelesenen White Paper, weil es doch recht kurz ist und recht gut verständlich ist im ganzen Bereich. Du hast ja vorhin gesagt, dass IOTA, gerade auch im IoT-Bereich, dass das auch sehr viel ja von Studenten bearbeitet wird und durchgelesen wird. Welche Fehler sind denn den Studenten am White Paper aufgefallen? Ja, White Paper, nichts aufgefallen, keine Fehler aufgefallen. Also dem einen theoretischen, das waren nur so, sagen wir mal so manchmal, wenn man die Schritte ganz formal mathematisch macht, wirklich so, dass man es der Student wirklich lesen kann, dann braucht man 30 Seiten. Oder 20 Seiten. Und wenn man so ein bisschen schummelt, sagen wir heuristisch, also ein bisschen Physiker machen die Mathematik auch so, eine andere Art von Mathematik wie die reinen Mathematiker, und nicht alles bewiesen wird, sondern ein bisschen auch heuristisch, wir machen es, weil es funktioniert, dann geht es halt viel Genau. schneller. So ein Mittelding. Und solche Sachen sind zum Beispiel aufgefallen. Und bei den anderen Studenten, die zum Beispiel IOTA implementieren wollen, da, was denen halt aufgefallen ist und das, was schade ist und wo wir, denke ich, auch dran arbeiten, ist die Dokumentation, wie man jetzt ein eigenes Netz aufbaut und wie man seine Node macht und solche Sachen. Also dieses SDK einfach verbessern muss. Also gerade damit Leute darauf bauen. Aber das ist jetzt nicht meine Baustelle. Ja, komischerweise hören wir das sehr oft. Das hören wir auch, Vielleicht. das haben wir auch schon vom Projekt gehört und ich meine sogar von Swarm Logistik. Ich glaube, sein Wunsch war sogar eine bessere Dokumentation zu haben. Das war sein Wunsch an die IF. Ich bin mir nicht Okay. sicher, aber die Community kann es ja mal nachhören. Ich glaube, das war so. Aber ich glaube schon bei einer Konferenz, das war ganz lustig, dass dann so eine junge Doktorandin gesagt, ah, ihr seid von IOTA, das ist ja ganz toll. Ich wollte immer was von IOTA machen, aber dann habe ich es nicht zum Laufen gebracht und habe dann doch Hedera genommen. Und das sind halt dann so Ja. Sachen, man hat dann man hat den Awareness, dass die Leute das mögen, das und finden das schön und so weiter, aber wenn das nach einem Tag nicht funktioniert, und wenn ich jetzt eine Software runterlade, irgendein Programm und es funktioniert, nach 2 Stunden schaue ich mir die nächste an. Das ist bei anderen ja Leuten auch so. Immer, ne? Ja, Man muss klar. auch dann schon, wenn es dann nach einem Tag nicht funktioniert,
braucht man dann schon viel Überzeugung, damit man den Weg dann geht. Aber man schaut sich dann was anderes an und das Erste, was funktioniert, nimmt man dann halt doch eher. Wann wird denn da Besserung eintreten und wer ist dafür verantwortlich? Wem müssen wir da mal darum bitten, etwas aktiver zu werden? Ja, das weiß ich nicht. Ich wollte jetzt da auch niemanden beschuldigen, ne? Aber das ist. Darum geht es auch nicht. Ich glaube, die machen schon alles, was sie können. Und jetzt natürlich mit den ganzen Protokoll-Updates ist es nicht unbedingt einfacher geworden. Und ja, aber ich glaube, es wäre ja auch was für uns alle, ne? Tutorials und Sachen und aufzuschreiben. Ich glaube, jetzt da einer macht eine Konkurrenzveranstaltung heute in der Community, ne, wie man was bridgen kann, damit man seinen Airdrop kriegt um 8 Uhr. Solche Sachen, ne, das kann jeder was von uns machen, dass es besser wird, die Sachen. Ja, klar. Ist halt dann auch, ich glaube, wir sind halt einfach anders stuffed in der Sache. Und das ja. Ich glaube, dass die Schritte sind schon alle eingeleitet. Ne? Das mit, auch wenn man es nicht hören will, der Token Supply, der uns dann doch, der IF doch mehr Möglichkeiten gibt, um auch Projekte zu fördern, was vorher halt gar nicht möglich war. Man konnte die gar nicht fördern, weder mit Token, da wenig Geld vorhanden war, auch nicht sagen, okay, wir stellen jetzt mal 2 Ingenieure ab, die euch für 2 Wochen helfen beim Starten. Das ging ja alles vorher nicht. Darum bin ich echt dankbar, dass es mittlerweile möglich ist, weil ohne diese bittere manchmal auch, ne, Supply-Erhöhung wäre eigentlich IOTA schneller tot, muss man wirklich so sagen. Ne? Wenn du diese ganzen War-Chests von anderen siehst, wie die einfach auch Devs, ganz simple Devs, müssen ja nicht mal die hochspezialisierten für weiß ich was, für ZK oder weiß ich was sein. Aber die können die einfach finanzieren, ne, weil sie einfach dafür genug Geld haben. Und IOTA war halt, fand ich immer zu idealistisch an der Stelle. Ne, mit dem Crowdsale und weiß ich was auf Slack und keine Ahnung. Was gleich zum Anfang, das ist so viel. Ja. Und wer war am Anfang mit in der IF mit drin und hat am meisten große Töne gespuckt? Mr. Cubic. Nein, ich will absichtlich keine Namen nennen, weil man muss die Vergangenheit irgendwann ja mal ruhen lassen, aber man darf ruhig mal zwischendurch daran erinnern, dass nicht Hans oder Muxa, die da jetzt sitzen, für irgendwelche finanziellen Sachen verantwortlich sind, sondern die sind eher diejenigen, die da jetzt sitzen, coden und versuchen, das Protokoll dann doch noch zu einem annehmbaren und vernünftigen Ende zu bringen. Ja, absolut. Es sind die Leute, die Sache retten. Ne? Also denen kann man wirklich nichts ankreiden. Also sie machen wirklich mehr als... Also es gibt so viele Leute in der IF, die so viel arbeiten, und da kann man jetzt wirklich nicht sagen, sie würden nichts machen. Und um Gottes Willen. Ja. Das ist halt. Ja, nur an der Stelle noch einmal erwähnt, das ist, glaube ich, das größte Problem von denen, die IOTA leider nicht mehr verfolgen. Die kriegen, glaube ich, das einfach nicht mit, dass intern sich so viel geändert hat. Einfach auch von der Besetzung vom Team her, dass das viel fähiger ist als damals mit einem bestimmten russischstämmigen und einem, ja, egal. Ne, also genau. Mit den alten, ne, also die haben ja echt blockiert, wenn man das alles so hört, was dann so manchmal Hans erzählt hat oder auch Jonas und so weiter. Also das war wohl echt schwierig intern. Ich weiß nicht, ob du das auch damals so erlebt hast. Ja, also ja, es ist ist okay. Ja, will ich jetzt nichts dazu sagen, aber ich glaube, nee, muss doch nicht. Groß von, habe keine groß andere Meinung wie alle anderen, weil es so offensichtlich ist. Wenn man es ein bisschen verfolgt, ist es offensichtlich und jetzt sind ja, wirklich nur noch die Leute dabei, um denen es auch um IOTA geht. Das macht schon einen Unterschied.
Und jetzt ist es natürlich ein riesiger, gewaltiger Kraftakt, die Leute, die damals vergrault wurden, jetzt wieder mit ins Boot zu holen. Sei es die Leute, die ewig versucht haben, ein Projekt auf IOTA zu bauen. Da sind ja auch viele, die zwischendurch gesagt haben, das kann man sich ja gar nicht mehr leisten, so ewig zu warten. Ja. Oh, und dann auch diejenigen, die sich auch finanziell verbrannt haben, weil sie immer gedacht haben, ja, Core Odyssey kommt ja. Da gibt es auch viele, die sich finanziell verbrannt haben. Und. Das ist also, es wird schon schwierig für IOTA, wieder einen kompletten, ja, einen Phönix zu machen. Ja, leicht wird es sicherlich nicht. Ne? Aber das, eine Möglichkeit wäre natürlich gewesen, alles hinter sich zu lassen, einen neuen Namen zu machen und mit dem Team was Neues zu machen. Aber ich finde, man muss halt, ich finde das die ehrlichere Version, okay, man hat eben einen Unterschied, man hat Fehler gemacht, man hat es eingesehen und geht jetzt weiter den Weg. Und ja, das ist. Das ist ja vielleicht auch mal interessant von dir zu hören. Du sagst ja, die akademische Seite, die läuft, ne? Ihr werdet referenziert immer wieder, ihr werdet auch angesprochen. Hast du irgendwie einen Einblick oder denkst du aus deiner Sicht die Adoption auch von der Industrie her, ob die, weil das hört man immer wieder in der Community, das wäre jetzt fast schon zu spät. Wie denkst du darüber? Ich glaube nicht, dass es zu spät ist. Ne? Ich kenne jetzt nicht wirklich große Projekte, die in der Industrie gestartet haben. Wir haben alle so einen langen Entwicklungszyklen in der Industrie. Oder man hat eben so kleine Startups, die es versuchen, und sie, also als Startup, nicht mit der großen Firma, wo es auch länger dauert. Und glaube ich nicht. Ich meine, wenn man nachher in der Industrie sowas auf, als Startup kann man ja auch noch in einen anderen DLT als Anbieter dann wechseln, normalerweise, wenn man es richtig aufbaut. Und ist wahrscheinlich sogar vernünftig, weil man erstens weiß man nicht, wer Rennen gewinnen wird. Und ich nehme mal an, dass es mehrere geben würde, dass es nicht nur einen Anbieter gibt, sondern Sachen sich doch ein bisschen spezialisieren im DLT-Bereich. Also ich glaube, der Zug ist noch gar nicht abgefahren. Wenn man zum Beispiel mit den Leuten in der Industrie redet, das Krypto ist noch so weit weg von den Leuten. Also ich meine, wenn ich mit Leuten rede, die nicht in dieser Krypto-Bubble drin ist, kein Verständnis, das meiste ist wenig Interesse und fast kein, also so gut wie kein Verständnis über die Technologie. Also da glaube ich, dass es überall noch richtig viel zu tun gibt und wir nicht zu spät dran sind. Glaube ich nicht mehr. Glaube ich persönlich auch nicht, weil im Moment ist das, wie du auch sagst, das ist alles noch so eine Blase und DeFi hin oder her, aber das ist alles noch so halbgar. Und ich versuche das auch mal klar zu machen. Du siehst es ja, dass selbst kein einziges Protokoll ist für eine echte Mass-Adoption richtig positioniert derzeit. Ne, sei es von der Latenz her, sei es von, keine Ahnung, also von den berüchtigten TPS und weiß ich was. Also das, wenn du dann wirklich Real-World-Use-Cases siehst und auch wie wir gehört haben teilweise in den Interviews, das dauert noch alles. Da sind wir noch alle noch relativ früh. Bis da, also da glaube ich, sind wir sogar mit IOTA, mit dem Emirates Challenge oder wie man das nennt, oder Endeavor oder sogar recht weit, würde ich sagen. Also da an zwei Fronten ist die IF recht weit. Da gibt es diese Real World Assets mit den Vereinigten Emiraten und mit dem EPSI für die europäische Blockchain-Infrastruktur. Da gibt es kein anderes Krypto-Projekt, das in der letzten Phase gekommen ist, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also ich glaube, das waren alles. Also
Da sind wir also hier noch eher vorne mit dabei. Gut, wir haben jetzt keine NFT-Sales oder sowas, die dann die TPS bursten. Das haben wir jetzt nicht auf IOTA, aber. Aber Epsi muss man etwas. Wir brauchen irgendwie eine Hunde-Coin auf IOTA. Um Gottes Willen. Aber Epsi darf man auch nicht überbewerten, denn das ist ja jetzt erstmal nur, wenn man so will, die Vorrunde. Wenn das Ganze dann durch ist, es wurde ja, wenn ich mir nicht richtig informiert bin, wurde das Ganze jetzt noch einmal um 2 Monate verlängert. Und dann wird die Auswertung stattfinden. Und dann wird man sagen, okay, ja, ihr habt jetzt hier symbolisch, wenn ihr wollt, den ersten gemacht, aber danach beginnen erst wieder die neuen Ausschreibungen. Danach geht es erst richtig ans Eingemachte und dann können alle Protokolle sich gleichermaßen wieder neu frisch bewerben. Ja, das kann nachher gut auch auf eine politische Entscheidung rauslaufen, wer das nachher macht. Klar. Der Weg ist aber, das ist die Europäische Union hat sich schon mal überlegt und dann so ein Tender macht und IOTA mit vorne dabei ist, ist aber schon mal ein gutes Zeichen, dass die Technologie stimmt und dass man da vorne dabei ist und dass man sich da positionieren kann. Schlussendlich, ob sie sich dann doch für einen der großen Telekom-Infrastrukturriesen aussprechen, weil die gute Lobbyarbeit leisten, beziehungsweise auch einfach die tausenden Mitarbeiter und die Infrastruktur bereitstellen können. Das kann keiner sagen. Genau. Aber vielleicht. Und René, du hast. Und René, du hast vorhin schon ein wunderbares Thema angesprochen. Das steht bei mir nämlich jetzt quasi so als nächstes an. Sebastian, du würdest doch jetzt wohl sagen, dass ihr also mathematisch und so mit 2.0 soweit durch seid, richtig? Ja, würde ich so sagen. So, das heißt ja, dass man sich in der IF muss man sich ja neue Aufgaben suchen. Wirst du dann auch mathematisch dann jetzt demnächst dich intensiver in Richtung Sharding bewegen oder was wird deine Zukunftsarbeit sein? Ja, also es gibt so ein paar Sachen, die wir noch, die, denke ich, die sind gelöst. Wir müssen noch so ein paar Design Decisions machen, aber das ist trotzdem mal, dauert trotzdem ein bisschen Zeit. Und da müssen wir mal schauen. Sharding ist natürlich ein interessantes Thema. Das ist aber eher, würde ich eher sagen, jetzt mal so als, das wäre so ein richtiges Forschungsthema, so ein bisschen langfristig. Also. Und dann müssen wir schauen, was wir jetzt dann wirklich, wenn es dann läuft. Und dann ist natürlich eine Arbeit, wo wir auch involviert sind, ist natürlich, wenn wir das Testnet haben und die Daten auswerten und schauen, wo es funktioniert, wie es funktioniert. Also das ist dann, fängt ja auch, die Arbeit ist ja nicht vorbei, sobald man das Testnet hat, sondern dann gibt es Optimierungen von den Sachen und dann will man vielleicht doch was ändern, weil man was Neues einführen will. Jetzt zum Beispiel Änderungen, wenn man jetzt Layer 1 Smart Contracts einführen will, was muss man im Konsensus machen und solche Sachen. Es gibt auch Fragestellungen. Es gibt immer, oder ich finde ja so Account Abstraction und so Multisig Wallets, also dass man eben nicht, finde ich eines der wichtigen Themen, wo ich auch gerne mehr machen würde, wenn ich die Zeit finde. Aber das ist, finde ich, einer der Barrieren im ganzen DLT, auch wenn ich mit versuche, andere Leute sagen, komm, jetzt lad dir mal das Metaverse runter und oder irgendein Wallet. Und dann bist du da am Abend, ja, was mache ich jetzt mit diesem Private Key hier? Ja, machst einen Screenshot von einem und schickst es mir. Ist halt alles nicht so, wie man es machen sollte. Man braucht einen ruhigen Moment und solche Sachen, dass man die ein bisschen mehr unterstützt. Weil ich denke, das ist so eines, solange das nicht funktioniert, dass man immer noch seinen Pass-Key da braucht. Und wenn man den verloren hat, ist alles verloren. Gibt es keine Mass-Adoption. Oder wir müssen darauf warten, dass Apple das hardware-mäßig das Wallet im iPhone verbaut oder im Android. Also das sind so Sachen, die mich schon auch interessieren. Und ja. Ja, da meint ja, Hans meint es schon zumindest, dass
Aliases, ne, dann zumindest schon mal protokollseitig kommen sollen bei IOTA 2.0. Also, dass du dann diese, einfach... Ja. Diese Alias-Outputs sind schon da, ja. Ne? Genau. Das ist ja schon mal ein guter Schritt. Ja, also das ist so ein bisschen, ich versuche auch mal so ein bisschen immer so Abwechslung in mein Leben zu gehen, mal 5 Jahre mehr in dem Gebiet zu arbeiten, 5 Jahre mal ein bisschen in dem Gebiet zu arbeiten. Das war immer so ein bisschen, jetzt bin ich auch schon fast 5 Jahre beim Konsensus dabei, also bin jetzt nicht abgeneigt. Und Zero Knowledge ist natürlich auch was höchst interessant ist, die ganzen Themen, aber das braucht natürlich eine hohe Investition, um erstmal reinzukommen. Also von der zeitlichen, intellektuellen und energietechnischen Seite, aber es lohnt sich sicherlich. Wenn es da nicht nur ein Hype ist, weil momentan ebbt ja schon ein bisschen ab, es gab eine Zeit, dass Zero Knowledge ist dieses Medikament für alles, aber es scheint dann auch nicht so. Wir haben ja immer eine Diskussion hier, das hast du eben auch angesprochen, Boss, das kann man den Sebastian auch mal fragen. Du hast ja eben gesagt, klar, ne, das mit dem Private Key, das verhindert echt noch die Mass Adoption, das ist auch klar. Aber das, was du eben auch gesagt hast mit dem Sharding, siehst du das auch als Zwang oder als wichtigen zentralen Punkt für die, sagen wir mal, Midterm Adoption, dass es Sharding geben muss auf IOTA 2.0, oder würdest du sagen, geht schon so erstmal? Ja, also es kommt, ich denke immer, was hält davon ab, was man unter Sharding versteht, aber ich glaube, also wenn man jetzt den IOTA Tangle als Layer 1 hat und wenn die Bandbreite da nicht reicht, eben gescheite Layer 2 hat oder Rollups hat für gewisse, einige Sachen reicht ja auch ein Rollup zu haben. Mhm. Also man muss nicht alles auf dem L1 abbilden, wenn man schaut, wie viel. Wenn man jetzt das Interbanken-Settlement anschaut, das sind wie viel? 20 TPS weltweit. Ja. Also da sieht man also doch noch mehr. Also so ein hierarchisches Modell ist sicherlich einfacher. Das machen ja die meisten jetzt so, ne? So ein hierarchisches Modell. Das andere wäre vielleicht intellektueller interessant, aber es ist nicht klar, was das Beste ist. Das kann dann auch sein, dass es so mit verschiedenen, also hierarchische mit Layer 1, Layer 2, dass es das einfachere ist. Und, aber man sieht ja, jetzt dann der Ethereum, ne? Ethereum, wenn du von dem einen Rollup in den anderen Rollup was rüberschippen musst, das ist ja auch kein Spaß mehr. Nee. Denn wir kommen nämlich auch darauf, weil Christoph von der Software AG, er hatte auch vor kurzem mal auf Twitter geschrieben gehabt, dass IOTA erst so richtig für eine Mass-Adoption und für die Industrie so richtig interessant wird, erst mit Sharding. Daher kommen wir da drauf, weil er ist ja recht nah an der Industrie dran und sollte da eigentlich ja auch schon wissen, wovon er spricht. Daher ist auch das Interesse von uns mit 2.0, das wird jetzt irgendwann kommen und wir sind ja zukunftsorientiert. Und deshalb fragen wir auch zwischendurch mal nach, wie es aussieht mit Sharding. Ja, also es ist, wir denken drüber nach. Also ich sage das immer so, wenn ich jetzt Sharding würde ich so sagen, beliebig hohe Bandbreite, wer das ist, haben will. Oder mit derselben Sicherheit und dann ist man schon so ein bisschen drin, ne, wenn man so denkt, okay, ich will mehr haben, dann muss ich aber irgendwo muss ich auch was hergeben. Das ist meistens so im Leben. Mhm. Wobei ich, und wobei wir wollen ich das auch, ja, oder man sagt, man macht die Hardware-Requirements hoch und dann hast du halt auch gleich mal 10-mal so viel Throughput, aber dann zahlt halt der Community-Node der drauf, weil er sich nicht mehr leisten kann, den Node laufen zu lassen. Naja, also bei dem Thema für eine Community, der wird immer, ist ja immer noch schwierig, weil der Raspberry 5, der soll ja jetzt schon sehr leistungsstark sein. Aber wir wissen wahrscheinlich immer noch nicht, wie es aussieht, ob wir wirklich mit einem Raspberry 5, ob wir dann IOTA 2.0 alle von zu Hause aus laufen lassen können. Oder ob man sich doch einen Server irgendwo mieten muss.
Ja. Weiß ich leider nicht. Es hängt wahrscheinlich vielleicht auch eher die Bandbreiten, die man braucht. Aber die hat man zu Hause eigentlich, ist auch schon recht hoch. Also, aber das weiß ich nicht genau. Ich hoffe, dass man es zu Hause laufen lassen kann. Ja, oh ja, also in Deutschland wird ja gerade massiv überall aufgerüstet mit Glasfaser. Also daran wird es wahrscheinlich eher weniger liegen. Es liegt wahrscheinlich dann, wird wahrscheinlich dann daran nur noch liegen, ob der Raspberry Pi dann auch in der Lage ist, die ganzen TPS auch zu verarbeiten. Genau. Ja, aber wir sind ja auch, wollen ja auch so Light-Clients und Light-Nodes, die nicht alles fahren, wo man die also mit geringeren Hardware-Requirements, das braucht man also auch. Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen so das hierarchische Modell mit den Validator-Nodes, also die dann extra Blocks für den Konsensus aussenden, damit es schneller geht. Und dann ist, ich denke ich immer, die Frage, ob man jetzt einen Full-Node, der alles machen will, haben will oder einen oder was man es wirklich braucht. Aber das ist ein bisschen auch schon ein bisschen Sharding, ne? Geht schon in die Richtung. Aber wenn man sagt, wäre natürlich schon das Full Sharding und das Fluid Sharding, das der Hans vor ein paar Jahren war, das ja auch schon vorgeschlagen hat, finde ich schon sehr interessant, wenn wir das hinkriegen. Und gerade die Ideen waren so ein bisschen blockiert, weil wir hatten ja damals noch nicht so Validator-Komitees, die wir jetzt haben. Und damit würde doch einiges vielleicht einfacher gehen. Oder wir haben unsere Commitment-Chain, wo wir dann nach einer gewissen Zeit alles serialisieren und ratifizieren, oder wie man das nennt auf Deutsch. Macht sicher Sharding ein bisschen einfacher, als wir das vor 3 Jahren gedacht hatten. Von daher bin ich da eher jetzt mal ein bisschen optimistisch. Aber wenn man sich dann hinsetzt, wie ich vorher gesagt habe, und versucht zu Blatt zu bringen, dann sieht man dann die Probleme manchmal erst. Und dann, wenn man es versucht zu implementieren, sieht man andere Probleme. Und was eben in dem Zusammenhang, was ich eben reinwerfen wollte, ich glaube, das Sharding ist gut, klar, ist keine Debatte. Ich denke mal auch für die Software AG, oft reicht es aber auch einfach eine App-Chain laufen zu lassen. Wenn du Bandbreitenprobleme hast, dann verankerst du nur ne, deine eigene Chain und hast es dann einfach, ne, wie es jetzt und bei Stardust einfach ist. Ja, denke ich auch, das ist so das Naheliegendste. Na? Und, oder man hat so ein Tangle, hierarchisches Tangle-Modell, man hat ein Tangle unten und dann hat man oben, die nach unten verankert sind. Aber ja. Und wenn es nur, und man hat unten nur die großen, so wie im Interbanken-Settlement, man hat die großen, da wird es ja auch, wird ja nicht jede Überweisung wird da gemacht, sondern die Banken sammeln es vorher und machen dann eine Sammelüberweisung auf dem Backbone sozusagen. Und das geht, da sind ja die Roll-ups, würde ich mal sagen, das ist entsprechend ja dem, dass man sich einsammelt, zusammensammelt und dann noch verankert auf dem Main Tanker. Und das wird aber auf IOTA 2.0 direkt möglich sein, ne? Dass ich meine eigene Chain verankere. Normalerweise kann man sogar Bitcoin auf IOTA verankern. Ja. Aber interessant wird es ja dann, wenn wir wirklich dann Sachen hin und her schicken können. Ne? Also Bridgeless Transfer, dann wird es eigentlich Genau. eher zum, das ist das, was man das braucht. Und das glaube ich bei IOTA zu 2.0 noch nicht. Aber ich gehe mal auch davon aus, wenn wir jetzt mit einer Bandbreite, wir haben jetzt noch nicht ganz entschieden, wie viel TPS oder Blocks per Seconds, wenn man starten will, dass das auf jeden Fall ausreicht am Anfang für. Das ist. Ah ja, okay. Aber auf alle Oder Fälle das ist ja ein auch spannendes Thema für die Zukunft. in der Industrie, ist auch so mit den Leuten, die ich geredet habe, es ist nicht unbedingt, dass die Daten, also ich habe ja zum Beispiel von der Uni, habe ich auch für Data Science, so ein bisschen Consulting, auch mit Studenten zusammen in den Firmen, und das ist immer das Problem, die Daten. Die Daten darf nie jemand sehen. Man darf noch nicht mal irgendwelche Spuren von den Daten sehen. Und jetzt ist es bei den Firmen auch so, dass die jetzt ins Public Blockchain nicht unbedingt ihre Daten setzen wollen. Selbst die Timestamps, wenn du ein Logistikunternehmen hast und du hast nur die Timestamps von den Events, das kann schon Rückschlüsse darauf führen, was du wirklich machst. Also, aber da bin ich jetzt nicht so wirklich weit drin. Aber
könnte sein, dass es interessanter ist, dass die einen Private Chain haben und für, wenn sie dann was austauschen, das eine Logistikunternehmen mit dem anderen Logistikunternehmen, dass das dann über das Tangle läuft. Aber da braucht man auch nicht mehr so viel TPS wahrscheinlich. Mhm. Ja. Wie ist der Tangle denn eigentlich jetzt gestrickt? Haben wir jetzt ein Tangle, wo quasi alle gleichberechtigt sind? Oder haben wir noch irgendwelche Möglichkeiten, dass sich Leute, wenn sie zum Beispiel einfach nur Daten senden, dass sie dann ja irgendwelche Sonderrechte bekommen können, wenn sie zum Beispiel auch eine Notlaufen haben? Nein, da gibt es nichts, da sind alle gleich. Also man zahlt eben, es wird abgerechnet mit Mana, eben wie groß der Block ist im Endeffekt oder wie. Also nicht nur die Größe, sondern eben auch das, was man ausrechnen muss beim Block. Kommt in die Kosten von diesem Block rein und das muss jeder das Gleiche zahlen. Also ist es irgendwann egal, ob ich Daten über den Tangle schicke oder eine Transaktion mache, es wird alles gleich behandelt. Ja, genau. Nur bei der Transaktion sind halt dann noch nur so Unterschriftenverifizierung dabei, die kosten ein bisschen mehr als die Daten, aber es gibt jetzt keinen Datentangle. Es war ja mal auch angedacht vor ein paar Jahren. Genau. Hat so ein Data-Tangle und dann oben hat man den Value-Tangle. Aber es ist jetzt alles zusammen. Ja, da kann ja dann für die Industrie, je nachdem, was man dann für ein Unternehmen hat, ist es ja dann teilweise gar nicht machbar, alles dann über einen offenen Tangle laufen zu lassen. Da kommst du ja gar nicht, du kommst ja im Private Tangle ja gar nicht mehr rum. Wenn du die ganzen Daten alle über den normalen Tangle schicken willst, wirst du ja arm. Ja, das geht auch. Erstens willst du das nicht, du musst ja irgendwie verschlüsseln, da kommt dann vielleicht Zero Knowledge rein, dass du zeigst, okay, ich habe irgendwas gemacht, ohne zu sagen, was ich gemacht habe. Also wie ich es gemacht habe, ist ja auch wichtig. Ne? Ich habe dir das geschickt, aber du weißt nicht wie und was ich dir geschickt oder solche Sachen. Finde ich jetzt Zero Knowledge sicherlich spannend, bei den Privacy-Problemen, die man in der öffentlichen Blockchain eben hat, dass jeder genau sehen kann, was gemacht wird. Ja, ist ja das, und da geht es ja dann weiter. Das Ganze muss ja dann auch irgendwann mal DSGVO-konform sein. Oh je. Ja, genau. Da kommen die nächsten Probleme. Ja, ist ja so, wenn wir über Real World Adoption reden, dann muss man auch die ganz, ganz heiklen Themen anpacken. Und da kommt dann zum Beispiel DSGVO mit rein. Ja, klar. Ist so, ist ein Fakt. Ja, glaube ich dir gerne, ja. Ich versuche das so weit wie möglich aus meinem Leben zu drängen, aber es ist die Sachen sind richtig wichtig. Ja. Da kommt man nicht drauf rum. Tut mir leid. Tut mir leid, wenn ich gerade in die Verdrängungsecke deines Lebens gegangen bin. Wenn ich eine Internetseite aufmache, weil ich immer akzeptieren drücken muss, ist das deswegen. Das ist so eine Regelung, wo die ich nicht, also jetzt mal von IOTA abzusehen, aber das ist wenn das auf dem Handy eine neue Internetseite listet, musst du erstmal finden, wo akzeptieren steht und dann hast du eigentlich schon gar keine Lust mehr zu lesen. Naja. Vielleicht kann man das auch irgendwie mit Blockchain ausmachen, ne, dass du deine digitale Identity hast und deine Cookies, Präferenzen und es wird automatisch gemacht, weil ist eigentlich schon nicht mehr nutzbar manchmal. Aber das wäre eigentlich ein guter Use Case. Die Digital Identity, wo du hinterlegst, ich akzeptiere nur die und die und die Cookies und das wird automatisch eingeloggt. Also wird schon helfen. Vielleicht ist dann das gar nicht so schlecht, diese Regelung. Mhm. Ja, und DSGVO geht ja noch viel weiter. Wenn wir zum Beispiel irgendwelche Daten, zum Beispiel eine DID irgendwo ablegen, dann muss man so eine DID muss man löschen können und man muss dann auch Informationen innerhalb der DID auch verändern können. Und du musst gucken, wo sie abgespeichert ist, ne? Normalerweise sogar. Eben, genau, deswegen. Das,
Das ist gar nicht ohne. Deswegen frage ich mich auch, wie die das überhaupt machen wollen. Wenn du wirklich eine DID hast, wo deine ganzen Daten alle dann auch noch hinterlegt werden und dann auch noch da gab es ja auch noch ein Projekt bei IOTA, Sekant oder so hieß das. Da ging es sogar noch um medizinische Akten und sonstige Sachen. Naja, spannendes Thema, aber ob das auf dem DLT überhaupt möglich ist, ich wage es fast zu bezweifeln. Wie siehst du das als Mathematiker? Naja, also ich weiß ja nicht, also die Daten sind ja immer verschlüsselt nur drauf. Ne? Also du wirst ja deine Krankendaten nicht unverschlüsselt auf der Blockchain lassen. Das geht ja schon mal nicht. Ich meine, du könntest natürlich dein Lese-Smart Contract machen, wo du sagst, der erlaubt jetzt einen gewissen Zugriff oder Fragen zu stellen, nach Zero-Knowledge-Prinzip. Und den können wir dann blockieren, dass man den schließen kann. Das muss über einen Smart Contract. Also du hast natürlich deine DID und die ganzen Informationen, die hast du ja irgendwo auf der Blockchain. Oder du hast in einem Availability Layer, das wäre natürlich eine andere Möglichkeit, aber ich glaube, gespeichert wird es irgendwo immer sein, das ist das Problem. Aber vielleicht, dass man den Zugriff auf die Daten, die Entschlüsselung der Daten mit einem Smart Contract regeln kann, der nachher nicht mehr, den man nachher schließen kann. Na, okay. Und nur der Smart Contract enthält die Zugangsrechte zu den Daten. Ja, aber habe jetzt da nicht wirklich, das war jetzt nur so eine spontane Idee. Weiß ich nicht genau. Aber es ist spannende Sache, vielleicht mache ich da auch das. Kriege ich ja vielleicht noch gute Ideen, was ich danach IOTA 3.0 machen kann. Und nach 5.0, genau. IOTA 3.0 wurde doch damals schon ausgerufen mit Sharding. Sharding ist ja schon IOTA 3.0, dann musst du IOTA 4.0 machen. Ja, genau. Genau. Ja. So, und jetzt lass uns doch noch mal ein bisschen ein klein wenig in der Vergangenheit zurückreisen. Was waren deine Beweggründe, so einen wunderschönen, tollen Adventskalender zu schreiben? Das war ja wirklich das Highlight der letzten Adventszeit in meinen Augen, was so in der IOTA-Welt so passiert ist. Ja, vielen Dank für das Kompliment. Freut mich, ja. Ja, ich weiß es nicht. Also sagen wir mal so, ich habe ja den. Ich wollte vielleicht so ein bisschen wissen, wie man interessanten Content einfach erzeugen kann. Also wie man es vielleicht manchmal gemerkt hat, war es schon auch KI-unterstützt, der Content. Sonst hätte ich das auch von der Zeit her gar nicht so geschafft. Und ich bin auch sprachlich nicht wirklich so gewandt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das Problem bei mir ist manchmal, dass ich dann das vielleicht zwei, dreimal was mache auf Twitter und dann habe ich doch Lust, was anders zu machen. Aber bei so einem Adventskalender, wenn du anfängst, da kannst du nicht aufhören. Ja, 24, ne? Ja. Du musst durchmachen für 24. Und das war so, manchmal muss man sich, das war so ein bisschen mein Versuch, okay, ich wollte mal was kontinuierlich mal was auf Twitter machen. Und wie kann man sich selbst dazu zwingen? Und dann war das eben November, da denke ich, ja, tolle Idee, mache ich das. Und dann natürlich danke an Houdini, kenne ich leider nur so vom Namen. Der hat es ja mal vor längerer Zeit, hatte das so, wir machen das wegen dem. Hat er das mal so angeregt auf Discord und wir hatten dann mal angefangen, so eine Liste zu machen. Die ist aber dann irgendwie wieder eingeschlafen und die habe ich dann wieder rausgekramt. Und das war also auch dank Houdinis, dass das so, das war dann die Idee für den Adventskalender. Mit den Sachen. Ja. Ja, aber auch super, super genial mit den Grafiken dazu. Das war wirklich schön. Die Grafiken haben auch wunderbar gepasst. Ja, das war alles, das ist auch toll, ne? Also das wollte ich auch ein bisschen ausprobieren, weil das war eben alles mit KI kann man so viele Sachen machen, die man hätte man so früher gar nicht so gemacht. Also,
so in einer halben Stunde so einen Beitrag macht, mal so eine halbe Stunde, 40 Minuten, mit allem drum und dran, mit Text und Bildern und so weiter. Das ist schon toll, was man heutzutage machen konnte. Das war so mit dem Grund, dass ich das ausprobieren wollte. Und ja, auch einfach mal so ein bisschen auch das IOTA so von ein bisschen anders, von der anderen Seite zeigen. Wir haben ja diesen Educational Campaign, das ist halt offiziell von der IOTA Foundation. Da kann man jetzt, dann muss man es halt immer ein bisschen so offizieller formulieren und so. Also hat man ein bisschen mehr Freiraum, wenn man es einfach auf seinem persönlichen Account macht. Ist auch schöner. Ja, klar. Ja, also ich hab morgens immer schon drauf gewartet. Ja, wann postet er denn jetzt endlich? Zum Glück, ich war dann mal krank, ne, so ein leichtes Corona. Und dann hatte ich zum Glück dann die Tage davor schon ein bisschen vorgearbeitet. Dann musste ich zwar trotzdem aufstehen und drauf drücken. Das muss posten. Also wie gesagt, das war wirklich für mich so IOTA technisch in der letzten Adventzeit das Highlight. Muss ich wirklich sagen. Ja, danke schön. Ja, dann nächstes Jahr mache ich gleich Adventskalender, was alles für tolle Community-Projekte auf IOTA 2.0 auf. Schema 2.0. Dann, ja, das wird auch mal was. Ja. Hast du gerade geleakt, dass wir IOTA 2.0 dieses Jahr noch kriegen? Ich meine, die IF hat es ja mittlerweile schon angekündigt. Aber wir gehen ja schon felsenfest davon aus, dass es wahrscheinlich nichts wird, wenn Dom schon so leicht anteasert, dass wir das Testnetz erst in Q2 sehen. Und die IF hat aber letztes Jahr und dieses Jahr haben sie auch schon auf Twitter oder X, je nachdem, haben sie ja auch dieses Jahr vor kurzem schon angeteasert, dass das das Jahr ist von IOTA 2.0. Also die Community hat da starke Zweifel dran. Ja, also deswegen habe ich mich jetzt auch verbessert von IOTA zu Shimmer 2.0. Weil, sagen wir mal, wenn jetzt das Testnetz, selbst wenn es jetzt kommen würde, dann läuft es 3 Monate und dann kommt es auf Shimmer und dann läuft es 4 Monate, da geht es sich schon nicht mehr aus. So. Also das ist dann richtig knapp, also es ist knapp, ne? Das ist ja doch vom. Wenn es jetzt erfolgreich auf Shimmer läuft, ist es schon ein Riesenerfolg, würde ich sagen. Und dann kommt es auch auf ein paar Monate nicht mehr drauf an, weil es geht ja doch um eine Sicherheit, geht ja doch vor. Sagt man dann, ja, aber dann vom Hudeln kommen die. Das darf man jetzt nicht sagen, aber es gibt so einen Spruch bei uns zu Hause. Man darf nicht hudeln. Hudeln ist bei uns mal vom Schnellmachen. Ich gar nicht. Also sich hetzen lassen. Ach so. Das ist ja doch, weil das ist ja doch sicherheitsrelevante Sachen, da muss man sich schon ganz sicher sein. Da darf man nicht hudeln oder. Ja, aber dann hätte die erst sich nicht so weit aus dem Fenster lehnen dürfen. Dann haben sie sich wieder mal zu weit aus dem Fenster gelehnt. Ja, weiß ich nicht. Aber was, ich habe es dann auch mal versucht zu suchen, weil ich habe mich auch gewundert, dass es, und dann habe ich es aber nicht so richtig gefunden. Wenn es das Jahr vom IOTA 2.0 ist mit erfolgreichen Testnet plus Shimmer, dann würde ich auch schon sagen, es ist IOTA-Jahr. Und dann, ob es dann hinhaut, sind ja auch solche Sachen, die wir ja gar nicht in der Hand haben, wenn es dann noch mit den Exchanges und so weiter verhandeln muss und dann dauert es halt mal ein paar Monate länger, weil wenn die Exchanges nicht schnell genug reagieren können, adaptieren können, dann musst du halt warten. Das gibt es dann auch, wenn alles fertig ist, dauert es dann noch länger. Das Leid mit den Exchanges durften wir ja vor kurzem erst noch wieder live miterleben, als wir Stardust bekommen haben. Da haben wir ja den Fork bekommen. Dann werden wir mit Shimmer 2.0 werden wir den nächsten Fork kriegen. Und dann mit IOTA 2.0 haben wir wieder den nächsten Fork. Also ich als Exchange würde mich überhaupt nicht auch nur ansatzweise dahingehend bewegen und würde weder SMR noch IOTA listen zum jetzigen Zeitpunkt. Denn es ist ja absehbar, dass man wieder alles komplett neu machen muss.
Ja, das ist nachvollziehbarer Gedanke. Ja. Ist ja doch so, ist ja doch geht ja nicht so von heute auf morgen und ohne Aufwand. Ja, Ja, genau. klar. Und dann würde man den Aufwand jetzt betreiben und ein paar Wochen später kommt wieder ein Upgrade, wieder ein Fork und die müssen wieder von vorne anfangen. Also da würde ich anstelle der Börse würde ich auch sagen, macht ihr erstmal eure Sachen fertig und dann könnt ihr eventuell noch mal anfragen. Denn wir haben Ja. es ja, wir haben es wieso, wir haben es doch gerade hinter uns mit Stardust. Was war das für ein Drama mit den Börsen? Bis die nachgezogen haben, bis die überhaupt gezeigt haben, irgendwas zu machen. Das hat sich ja auch ewig hingezogen. Ja, es ist und ist dann schon ein bisschen seltsam, ne? Weil im Endeffekt wollen wir ja die dezentrale Währung oder dezentrale Finanzsystem machen und werden dann abhängig von zentralen Börsen. Und da, Der Preis. ja, also sagen wir mal so, also wenn man jetzt auf den Preis misst, ist völlig wurscht, auf welcher Börse es IOTA oder Shimmer gehandelt wird, solange ich eine Möglichkeit habe, die zu bekommen. Aber natürlich, für den Preis ist es sicherlich interessant, wenn es auf einer prominenten zentralen Börse gehandelt wird. Aber ob das jetzt so wichtig ist für den Spirit von einem dezentralen Projekt, dass man auf einer zentralen Börse gehandelt wird, Ja, kann man sicher noch diskutieren, ne? solange ich meinen Einkauf und mein Haus und mein Auto nicht mit Aljo zahlen kann, werde ich auch immer wieder ins Fiat zurück müssen. Ja. Ja, ist ja so. Und machen wir uns mal nichts vor. Über den Preis, wenn der Preis mal so richtig steigt, dann zeigen Leute auch erst so richtig Interesse. Und dann kann die Community wieder wachsen. Und dann finden auch wahrscheinlich wieder mehr Projekte Interesse, als an einem Projekt, das irgendwo bei 100 rumkrebelt. Ja, du musst halt Benefits aufzeigen, ne? Wenn du IOTA benutzt im Gegensatz zu anderen, ne? Wenn sobald sich Probleme damit lösen lassen, die auch echte Probleme sind, kann das auch funktionieren. Und ich weiß nicht, auch aus Sebastians Sicht, ich finde, der Trust Layer, der fehlt einfach bei HTTPS. Und so ein Protokoll wie IOTA fände ich eigentlich so eine perfekte Ergänzung immer zu TCP/IP. Also, ich weiß nicht, ob ich es falsch sehe oder, ne, also, das, was Ja, HTTP, ja. ich finde find absolut richtig. Ja, das wäre so, IOTA ist das TCP/IP 3.0 oder so, ne? Wenn man es dann sagt, mit wirklichem Sicherheitsstandard, das wär schon ein guter Ansatz. Ja. Weil ja allein schon, ich denke schon sowas wie diese ganzen digitalen Identitäten, die sind ja nicht ohne weiteres mit TCP/IP einfach mal möglich, ne? Und die hättest du ja dann einfach, ne? Also einfach, dann hättest du einfach ein Login with IOTA über eine DID und das wäre eine super Ergänzung. Wäre ja nie möglich gewesen mit den alten Standards, wenn man schon alleine E-Mails sieht, wie unsicher die sind und so weiter und so fort. Ja. Könnte man alles so gut umgehen. Ne? Aber das ist ja der richtige Krypto-Use-Case fehlt ja so im Allgemeinen, fehlt ja auch noch. Was würdest du denn als richtigen Use Case sehen? Also digitale Identitäten finde ich schon als Use-Case. Natürlich, dass Leute, die keinen Bankzugang haben, auch Zugang zu Banken haben und investieren können, finde ich auch einen guten Use-Case. Aber weiß ich nicht, ob es jetzt so einen großen Anteil, der echte Use Case, so einen großen Anteil gemacht hat, wirklich in den letzten Jahren. Ich weiß gar nicht, welche Untersuchungen es da gibt, also, oder ob es einfach nur das DeFi, nur deregulierte Finance ist.
Ja, das ist eben, ich glaube, dass diesen Schlüssel suchen noch viele, ne? Letztendlich, wer, was die Mass Adoption dann bringt. Und ich glaube auch, die IDW oder sowas, mit Sicherheit. Ja, und das Web 3, dass man sich mit seiner Identität überall einloggen kann, hat schon was. Und dann, also dieses, ich sehe zum Beispiel persönlich, wäre jetzt zum Beispiel NFTs, so im Ticketing-Bereich, sehe ich eigentlich als ultimativen Use Case für normale Tickets zum Beispiel oder Tokenization auf alles und dieses Real World Assets Tokenization hat, macht schon viel Sinn. Aber jeder, der mal ein Haus gekauft hat oder eine Wohnung gekauft hat, weiß, was ein Hackmeck ist. Sagt man das Hackmeck? Also ein großer Aufwand, ne? Ach so. Großer Aufwand, alles das mit Notaren und Trust-Layer und so weiter abzuwickeln. Ich denke, das ist schon große Use Cases. Naja, auf jeden Fall. Ich wollte. Aber und sonst, der Smart Contract ist eigentlich schon auch eine absolute geniale Idee, dass man ja im Endeffekt die Verträge zwischen uns Menschen, die so hochgetragen werden, jetzt über den Computer abwickelt, als Code. Ja. Also diese das Konzept ist schon sehr mächtig und hat viele Use Cases. Ja. Nur ist dann halt, wenn man mit anderen Leuten redet, ne, die dann weit davon weg, ich finde das ja toll, ne, ein Vertrag, der wird erfüllt. Der Computer sagt, dass die Bedingungen sind, dass alles ist erfüllt. Und dann redet man anderen, die meine Kollegen, die ja so Anwälte sind oder in der Unternehmen, nee, aber das Tolle an so einem Vertrag ist ja, dass man sich nicht dran halten muss, sondern man kann es dann nachher auf dem Gericht entscheiden. Das ist nicht... Die Juristen, nicht alle so die BWLer. Alle so der Meinung, ne, dass man Verträge dann auch wirklich halten muss. Ne? Verträge sind einfach eine Art zu verhandeln. Mm. Kann also auch sein, dass es deswegen in den Bereichen gar nicht so angenommen wird. Mm. Aber für den Kleinen, also für uns, das ist digitale Autonomie, für uns, die sich keine teuren Anwälte leisten können, für uns ist das wichtig, dass der Vertrag wirklich eingehalten wird. Wenn ich einen Versicherungsschaden habe, da will ich nicht erst noch 3 Jahre lang klagen. Ja, klar. Dass mein Bein wird amputiert, dann steht es da halt in meiner digitalen Krankenakte und dann schickt mir die Versicherung gleich mein Geld. Hm. Genau. Ja, ich persönlich finde es schön, wenn es digitale Krankenakten gibt. Besonders, weil man in jedem Krankenhaus dann seine Akten quasi oder seine ganzen Daten immer dabei hätte. Mhm. Heutzutage, wenn du wirklich mal einen Arzt wechselst und der möchte sich mal ein Gesamtbild machen oder man hat irgendwas, dann muss man erstmal zu 3, 4 Ärzten laufen, muss sich seine ganzen Unterlagen zusammenkratzen, bis man dem Arzt dann erstmal alles vorlegen kann. Das dauert manchmal 3, 4 Wochen, bis der Arzt dann überhaupt mal in die Akten schauen kann. Also das ist schon umständlich. Da wäre so eine digitale Krankenakte sehr hilfreich. Ja, das Schlimme ist, aber der Vorteil ist ja gerade mit diesen KI-Sachen, wenn du deine Krankenakte hast und auch noch die Krankengeschichte deiner Familie zum Beispiel mit Blutuntersuchung und so weiter und dann in 1, 2 Jahren sagt dir die KI halt sofort, was du hast und kann dir vielleicht sogar auch eine individuelle Medikamentation Medikamente vorschlagen. Mhm. Das geht dann alles viel einfacher. Und früher war es der Hausarzt, der kannte ja dann im Dorf, der kannte die Krankengeschichte der ganzen Familie. Oder der wusste auch, der ist ja gar nicht der Vater, der richtige, sondern der leibliche Vater ist ja der da vom Nachbardorf und der hat diese erbliche Krankheit, deswegen hast du die auch. Das wusste der Hausarzt alles. Aber das Wissen ist ja dann verloren gegangen. Ja. Gut, ich finde, wir driften jetzt etwas zu sehr ab. Es sind alles Use Cases von IOTA. Ach so, okay. Genau. Aber da können wir ja quasi gleich in der Aftershow-Party nochmal etwas detaillierter drauf eingehen. Wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich jetzt langsam zum Schluss kommen und würde fragen, hat jemand in der Community eine Frage an Sebastian?
Sebastian, dann darf er sich gerne melden. Genau. Der grüne Kreis mit dem I drin meldet sich gar nicht. Das ist gar nicht da. Sehe ich gerade. Genau, das ist gar nicht da. Ja. Mhm. Dann wird es wahrscheinlich schwierig, dass jemand direkt eine Frage an dich hat. Ja, und Sebastian muss nochmal wiederkommen, weil das ist, wenn jemand dann die Aufnahme hört, das ist, glaube ich, dann nochmal ein Anreiz, eher dann nochmal dich demnächst nochmal zu hören hier. Ja, kann ich gerne nochmal kommen. Das war sehr, sehr angenehm mit euch. Danke. Ja, dazu kann ich ja gleich nochmal was sagen. Gut. Dann würde ich mal sagen, kommen wir zu den Fragen aus unserer Fragenecke. Matteo war ja ein wenig fleißig gewesen. Soll ich mal vorlesen? Ah ja, mach ruhig, ja. Sonst sehe ich wollte nur gerade schon. Ja, im Themen. Wir haben ja General und wir haben ja dann Fragen. Sebastian habe ich geschrieben. Hallo, bin ich hier also richtig? Genau. Genau. Ah ja, da. Okay. Ja, ich lese sie trotzdem mal, glaube ich, mal vor für die, die es nur hören. Ne? Also, haben deine FPC-Modelle gezeigt, dass der Consensus nicht funktioniert bzw. Schwachstellen aufweist? Im Endeffekt waren das die Modelle nicht wirklich, aber dann waren die ersten Implementierungen, die dann gezeigt haben, dass einige Modellannahmen nicht wirklich gut waren. Und was eben auch so, der FPC hätte vielleicht noch ganz gut funktioniert, aber nur mit recht hohen Konfirmationszeiten. Mhm. Und deswegen war mit ein Grund, dass wir doch so eine Sekunde Konfirmationszeit haben wollen und nicht 30 Sekunden. Das wäre nicht mehr zeitgemäß. Hat dann zu lange gedauert, wäre nicht mehr zeitgemäß. Und wir waren dann doch über und waren dann eher bei den Implementierungen Sachen, dass das, was wir gedacht haben, tritt nicht so häufig auf, war dann doch recht häufig. Mhm. Dass die Kommunikation doch länger gedauert hat zwischen den Nodes. Im Endeffekt war es so ein bisschen, ja, die Modelle sind okay, aber die Modelle sind halt nicht alles. Ja. Ja gut, die zweite Frage hatten wir eigentlich eben schon beantwortet, ne? Also hast du persönlichen Kontakt zu Researchern aus den anderen Krypto-Projekten? Ein öffentlicher Austausch wäre wünschenswert. Leider noch zu wenig, aber wir organisieren jetzt auch wieder den zweiten DAG DLT-Workshop, wo wieder neue Leute kommen und versuchen immer mehr, also gerade von den Krypto-Projekten ist es meistens ein bisschen schwerer, weil doch alle recht busy sind. Bei den akademischen ist es ein bisschen einfacher, Krypto-Projekten. Erstens gibt es nicht so viele, die so akademisch arbeiten. Aber ich bin jederzeit offen dafür. Öffentlicher Austausch, wenn bin ich auch immer dazu bereit. Aber ich glaube, das ist zum Beispiel auch was, vielleicht, weil ich habe auch viel jetzt nicht so, war jetzt nicht wirklich öffentlich oder bin auf Discord auch nicht so, weil es ist doch, wenn man, sagen wir so, als Forscher so arbeitet, ist halt doch gut, so konzentriert zu arbeiten, 2-3 Stunden an einer Sache und dann nicht wieder rausgerissen wird. Das ist bei den sozialen Medien heutzutage ist ja oft so, wenn man nicht sofort antwortet, ist es wieder nicht mehr aktuell. Und deswegen hört man auch von einigen, hört man gar nicht so viel. Das kann ich auch gut verstehen, weil es ist nicht jedermanns Sache. Auf den Socials aktiv zu sein, ist doch viel Zeitverlust und ist doch oftmals dann viel Content-Switching. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung heutzutage, die wir alle haben, Content-Switching. Ja, und genau da kommen wir ins Spiel. Hier muss man sich einfach nur mal so einen Arm Zeit nehmen, alle halbe Jahr. Oder alle Dreivierteljahr nimmt man sich mal so einen Abend Zeit. Das sind dann so 2-3 Stunden.
Und dann hat man die Belastung nicht ständig am Tag. Ja, finde ich auch. Das finde ich echt schön. Ja. Das ist viel angenehmer. Weil es ist dann doch immer hin und her und hin und her. Gerade auch, wenn man sich jetzt auf Twitter sich mit anderen unterhält und schickt man zurück. Und wenn man dann nicht gleich zurückschreibt, bekommt man wieder keine Antwort, weil es gar nicht in der Timeline aufzeigt und so. Und was du eben gesagt hast, das haben auch wenige auf dem Schirm, ne? Dass IOTA ein Forschungsprojekt ist und daher auch einfach länger braucht, ne, für eine Implementation. Wenn ich zum Beispiel Bitcoin Cash sehe, die forken, ändern die Block Size, ja, ne, läuft. Ja. Ja, absolut. Ja. Also das ist, da kommt auch zu der dritten Frage, wie neuartig würdest du IOTA 2.0 einschätzen? Genau. Da haben wir da viele neue Sachen und wir sind halt nicht einfach so ein Ethereum Copy-Paste-Projekt. Ne? Das macht, haben wir ja gesehen, Ethereum EVM waren wir dann auch recht schnell, weil die EVM wir ja schon haben, mussten nur den Konsensus aufbauen, also für Shimmer EVM. Die Sachen gehen halt dann wirklich viel schnellere Sachen schon adaptiert. Mhm. Und also wie neuartig, wir haben also viele Elemente, die, sagen wir mal so, vielleicht gab es jedes Element, das wir machen, schon mal irgendwo. Also gerade wenn man die Literatur ist so umfangreich und also sagen wir mal so, es ist nicht wirklich alles ganz neue Ideen, vielleicht ist es OTV mit diesem Optimist, also mit dem Konflikt. Tracking ist wirklich so eines der Sachen, die uns ganz neu ist, wo wir ganz anders sind. Alle anderen und natürlich das Mana, das ist auch ganz anders. Das habe ich uns vergessen. Das ist eigentlich so ein großer, wichtiger Punkt. Da sind wir auch ganz anders, weil wir eben nicht fee-based haben und wir haben eben so ein Utility-Token oder wie man ihn nennen mag. Das ist also auch Ansatz, auch wenn dann einige sagen, das gab es doch bei dem anderen Projekt auch schon. Aber ich glaube, es ist doch ganz anders. Und aber was dann alles zusammenkommt, das ich eben versucht habe, auch mit dem Adventskalender, dass es doch ganz verschiedene Punkte sind, die da zusammenkommen, die dann einen Unterschied machen. Weil doch, ich hoffe mal, das fairste Krypto-Projekt ist, das man haben kann. Mhm. Und das hat mich eben auch, das eben halt auch, was ist eine, denke ich auch, warum ich jetzt gerade bei IOTA gefallen hat und wie so viele am Anfang, dass IOTA, glaube ich, zu gut gefallen hat. Weil eben dieses Tangle und dieser kooperative Gedanke. Ich validiere zwei Blöcke oder Messages damals noch und dann habe ich meinen neuen und dann wird jemand anders kommen und meinen validieren. Also wirklich dieses Kooperative. Und auch die Idee, ich mache was für zwei und hoffe, dass jemand was für meinen einen macht. Und dann funktioniert so eine Gemeinschaft eben, wenn jeder bereit ist, mehr zu geben als zu nehmen. Also in der Gemeinschaft oder bei Symbiota, also dieser gemeinschaftliche Gedanke, der hat mir schon immer ganz gut gefallen. Da sind wir sicherlich, und deshalb, wenn man es mit ganz vielen Leuten vergleicht, nochmal die neuen DAG-DLTs, da ist einfach so viel Geld drin und es ist einfach nur ein wirtschaftliches Businessmodell. Also in Summe würdest du sagen, ist es schon neuartig, um auf die Frage zurückzukommen. Ja, absolut. Ja, also dieses OTV ist auf jeden Fall neuartig. Das gab es so gar nicht. Also mit unserem Reality oder so, oder sagen wir mal, ist besser. Hans Reality-Based Ledger. Auch wenn man natürlich, ist es natürlich, wenn man dann ganz nah weit in die Literatur, also in andere Informatikbereiche gibt es sowas natürlich auch. Ne? Das ist dann, wenn du Parallelisierung hast, da wirst du auch Dependencies tracken und so Sachen gibt's, findest du es dann auch wieder. Das ist auch wieder nicht ganz neu. Also es fällt jetzt nicht aus dem Himmel. Aber in dem DLT-Bereich würde ich sagen, das ist schon neuartig. Aber das ist natürlich auch schwierig, sagen wir mal, dass es etwas noch gar nicht gegeben hat heutzutage. Also quasi der On-Tangle Vote. Das On-Tangle-Voting ist schon so, also das ist neuartig. Und auch das Mana, würde ich sagen, ist schon auch neuartig. Vielleicht ist es, aber man darf ja auch nicht zu neuartig sein, sonst verstehen es die Leute ja auch nicht mehr. Das ist dann auch. Ja, dann schau dir doch mal, ich meine, ich nenne immer nicht gerne andere Projekte,
Aber dann schau dir doch einfach mal so ein bisschen Tron an. Haben die auch sowas? Nee. Ja. Die haben kein Untangle Vote. Nein, ich rede jetzt. Mana, wir waren gerade bei Mana. Wir waren gerade bei Mana. Da kannst du, da hast du auch dein, da hast du auch dein Token. Und kriegst dann und generierst über die Zeit, generierst du da dann zwei andere Token, generierst du, weil du brauchst ja zwei, du brauchst ja einmal einen für den Hauptplayer und einmal einen für Smart Contracts. Aber du generierst sie einfach nur, indem du Token hältst und kannst damit dann deine Transaktionsgebühren bezahlen. Mhm. Ah, aber du hast, okay, aber du hast da wieder First Price Auction für die Transaktionsgebühren beim Congestion. Und das, also sagen wir mal so, das habe ich mit Mana so ein bisschen mit dazu, wahrscheinlich mit dieses Congestion Control, das ist ja im Endeffekt, dass man so eine garantierte Bandbreite hat. Mhm. Das ist wirklich, das, und sagen wir mal so, also jetzt das Second Utility Token, das sind wir vielleicht nicht die ersten, aber dass wir jetzt eben sagen, du hast so und so viel von diesem Mana und also x Prozent, das heißt, wenn jetzt wirklich viel los ist im Netzwerk, hast du trotzdem x Prozent von der Bandbreite. Und du musst jetzt nicht, was wir jetzt gesehen haben mit diesem Scripting, da ist halt irgendein komischer Use Case, ob es Sinn macht oder nicht Sinn macht, macht dir die ganzen Preise kaputt und dein Use Case, dein Businessmodell läuft einfach nicht mehr, weil die Preise explodiert sind. Die fallen nachher wieder ein oder du willst dein Rollup ankern und du kannst es einfach nicht mehr, weil du die Bandbreite nicht mehr hast. Und du musst enorm viel zahlen. Also das glaube ich schon, dass es das fairer ist und auch wirklich. Ja, das sagte auch Benjamin, Böhnisch von der ETO-Gruppe. Er sagte auch, er nimmt lieber das Konzept von Mana als diese unsäglichen Transaktionsgebühren. Das ja. Sachen wirst du mit Sicherheit jeder sagen. Hm? Das wird irgendwann mit Sicherheit jeder sagen. Ja, 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 weil ne, er sagt lieber Mana so, lieber kauft er sich dann Token und generiert darüber dann sein Mana, dass er seine Transaktion durchkriegt, anstatt extreme Volatilität in den TX zu haben. In den Gasfees, jetzt habe ich zum Beispiel, und dann auch noch massive Probleme haben mit der ganzen Steuerbehörde und so. Ja, ich glaube auch, weil, stell mal, es gab ja noch die Zeiten, wo man pro SMS gezahlt hat. Nur mal am Telefon. Ne? Und jetzt hast du alles Flatrate und das ist die garantierte Bandbreite und solche Sachen. Oh. Also kann sich keiner mehr vorstellen, oh, jetzt schreibe ich diese SMS, so muss ich 20 Cent zahlen für die SMS. Wenn man es auslacht, hat man das wieder, aber. Hör mir bloß auf mit der SMS-Zeit. Die hat mich mal dann einen Monat 150 Mark gekostet. Ja, ich hatte da eine Frau kennengelernt, dann hat man halt ein bisschen geschrieben. Und dann war nachher am Ende des Monats 150 Mark weg, nur für so ein bisschen Konversation. Das kann sich heute keiner mehr vorstellen. Und das glaube ich, das hoffe ich, dass es, also so sollte es ja sein. Also heutzutage, wenn du auf Ethereum was machst, dann, also ich bin jetzt, ich mache mir dann schon noch Gedanken, ob das jetzt für 60 Euro oder selbst wenn es 10 Euro Transaction Fee ist, ob ich jetzt diese Transaktion mache oder nicht. Und naja. Sollte wirklich keinen Ausschlag geben, wenn ich jetzt da irgendwo rumklicke, wenn ich jetzt oder wir sagen das auch mal ganz gerne, das ist ein Subscription-Based Model eigentlich dann letztendlich, was du dann bei IOTA hast, weil du hast ja deine IOTA, die du auf deinem Wallet liegen hast, als Subscription-Fee, ist ja noch nicht mal eine Fee, du behältst sie ja sogar und dafür darfst du dann senden. Das ist genau der gleiche Scheiß wie früher mit der Internetnutzung zu AOL-Zeiten. Na, es ist auch das Gleiche. Es hat sich erst durchgesetzt, das Internet in der ganz großen, breiten Masse, als es günstig wurde und letztendlich mit den Flatrates.
Ja, also es gibt natürlich das Argument, dass du mit den Opportunitätskosten zahlst von deinem Investment in IOTA. Aber Ja, ja, gut. schlussendlich muss man halt mit irgendwas zahlen und ist ja auch das Investment in IOTA, viele investieren ja auch, weil sie hoffen, dass der Preis irgendwann steigt und nicht damit sie eine garantierte Bandbreite haben. Das sind dann vielleicht Unternehmen, die wirklich, wenn du deinen Use Case drauf aufbauen willst, dann musst du halt ein bisschen was investieren in das Infrastruktur. Aber du bist ja dann ein Teil von der Infrastruktur auch. Eben. Das ist halt dieser kooperative Gedanke. Du wirst ein Teil davon und musst natürlich dann was dagegen dafür, dass du ein Teil davon bist. Aber du kannst ja Ja, was heißt, jederzeit wieder rausgehen. du gibst, ne? Du hast ja die IOTAs auf deiner Wallet liegen, klar, du musst natürlich die Hardware holen, ne? Das ja. Aber es ist nicht so wie bei Ethereum, ne? Dass du dann einfach wirklich an irgendeinen Miner in China oder was ich was dann, ne, deine 20, $30 abdrückst, nur weil du irgendwas kaufen möchtest. Nee, Ja. aber ich meine, das Argument, dass es trotzdem was kostet, ist ja, statt einer Investition in IOTA könntest du ja einen Bond kaufen und die entgangenen Zinsen sind im Endeffekt die Okay. Transaktionskosten. Ja. Aber ja, Ja. irgendwas muss man, wenn es ein wertvolles Gut ist, das man gerne benutzen will, muss man halt irgendwas dafür geben. Genau. Ist halt so. Und Ja, und unterm Strich, wer früh genug dabei ist, für den kann sich's ja am Ende noch mega auszahlen. Wer jetzt als Projekt dabei ist und sich seine Token für die Bandbreite jetzt schon sichert und der Tokenpreis steigt dann irgendwann noch an, dann hat man am Ende, naja, mit Glück kommt man sogar noch mit einem gewissen Plus dann wieder raus, trotz diesen ganzen 100.000 Transaktionen, die man gemacht hat. ja, und ich denke, das ist eben auch das Schöne, weil wir, die jetzt schon von Anfang an dabei sind, die haben dann eben schon IOTAs und haben dann schon eine garantierte Bandbreite. Und dann in 5 Jahren, wenn dann irgendein NFT-Ding trendy ist, werden wir halt nicht ausgekauft, überboten von irgendjemandem, der nur ganz kurz Projekt ist und nachher wieder gehen will. Und das ist eben, gibt auch wieder eine Sicherheit ins System. Das ist auch eine Grundidee da gewesen, ne? Das ist das Mana, dass sich das langfristig aufbaut und dass du nicht jemanden haben willst, der jetzt sagt, okay, ich mache jetzt irgendeinen Vampire-Attack oder irgendeinen Attack, ich gehe jetzt da rein in das IOTA, haue alles zusammen und dann gehe ich wieder. Sei es jetzt aus Böswillen oder aus einfacher Finanz, weil es irgendwie gerade einen finanziellen Anreiz gibt, das in IOTA-Netzwerk zu machen, gehst du rein. Und dann leiden wir, die schon länger dabei sind, leiden dann drunter, dass da einer kurzfristig seinen Profit machen wollte. Aber in dieses Modell, das wir uns da halt ausgedacht haben, soll das halt ein bisschen abmildern, dann, dass es eben nicht passiert. Also, okay, da waren jetzt die Leute bei Avalanche oder so, da war ja große Krisensitzung, weil die Transaktionskosten auf einmal so hochgeschnallt sind und alles nicht mehr funktioniert hat, wie es war immer von Anfang an das Versprechen, das ist viel günstiger als Ethereum und dann war es auf einmal genauso teuer wie Ethereum. Ja, genau. Gut, meine Herren. Ja. Ich würde mal sagen, für die Aufnahmen haben wir die 1,5 Stunden angepeilt locker gerissen. Aber war mir persönlich auch schon klar, ich habe zu René gleich im Vorfeld gesagt, dass wir mit 1,5 Stunden never hinkommen. Aber macht ja auch nichts. Sebastian, das war wieder mal, also, ja, was heißt wieder mal? Das kann man nicht anders sagen zu euch. Von der IF, die Gespräche sind immer sehr sympathisch, sehr aufgeräumt, sehr reflektiert. Dankeschön für deine Zeit. Auf Ja, ich jeden danke, Fall. ja, für euer Interesse. Lieben Dank. Danke, René, dass du heute den Abend wieder mit mir zusammen moderiert hast. Gerne, gerne. Danke an dich, Borsti, fürs Organisieren. Ja, für die Community immer gerne. Und dann wünsche ich euch allen einen schönen Abend. Tschüss, bis nächste Woche. Bye bye. Ciao.